Du meinst, sowas können Guten wir kaufen? Guten Tag, Norbert. Ich bin jetzt auch endlich mal wieder da nach langer Zeit. Ja, schön. Ja, bin extra aus Bremen jetzt ganz hergefahren. Ja. Wir hatten doch einen Termin gemacht. Ja, jetzt störst du ja gerade. Und du meinst, wir können die Norbert, kaufen? Geht, oder? Wir wollten doch jetzt einen Film drehen. Hast du jetzt nicht mal Zeit irgendwie jetzt die nächsten paar Minuten wenigstens? Ja, also jetzt vielleicht gerade nicht. Das geht hier um 10.000 Euro. Der Sven, der will also hier Schildkröten kaufen für Stück. Was sollen die kosten? 1.000 Euro? Ja, aber das kann er doch auch gleich machen. Die laufen doch nicht weg. Die sind sicher im Katalog. Ja, die sind in den Katalog und wenn die verkauft sind, sind die weg. Also geh mal hier an der Seite. Das ist, und wie viel wolltest du davon nehmen? Dann setze ich mich jetzt hier hin. Jetzt setzt er sich hier auch noch hin. 6 pro Terrarium, 12 Tiere. Also ich denke, 12.000 Euro. Ja. Die werden wir einfach los. Da ist aber viel Kohle, die wir da binden. Aber die Leute fragen da ganz, ganz regelmäßig nach. Ja, das die sagen die alle. Ja, schön hier. Die hätte ich auch gerne. Hier auch mit so blauen Akzenten. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Boah, das hat, glaube ich, hier überhaupt alles so. Gar keinen Sinn. Ich komme mal nachher wieder. Ja, ja dann wenn, können wir jetzt wenn ich, wenn das ich denn Video los bin, drehen. Ne? Dann ja, der besteht ja hier auf seinem Tempo. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir hier mal zusammen wieder sitzen nach einer Ewigkeit. Dann hatten wir doch über Messen gesprochen. Ach und da ja, ist, das war ja, das ist ja schon ewig her. Da sind mir noch ein paar Fragen so noch offen geblieben. Und zwar, als du die Messen da gemacht hattest, hattest du da noch deinen ganz kleinen Laden, weshalb du das überhaupt erst nötig hattest ja auch. Ja, sei mal nötig, auf eine Messe zu gehen, das ist vielleicht anders. Aber so eine innere Unruhe habe ich. Wir hatten damals schon in diesem kleinen Geschäft, da muss man sich mal vorstellen, so einen ganz kleinen Laden, den habe ich mal gemietet, da war der 65 Quadratmeter. Eröffnet habe ich am 3. Dezember 1975. War das Vollsortiment oder war das irgendwie nur Aquaristik, Terroristik? Vollsortiment und auch immer schon stark in Tieren. Also wir hatten von Anfang an Hunde im Geschäft gehabt, Katzen im Geschäft, war früher so üblich. Papageien, große Papageien. Ich hatte von Anfang an eine große Süßwasserabteilung. Meerwasserfische, eine ganze Wand mit Meerwasserfische. Eine kleine Terrarienanlage, also auf 65 Quadratmeter, unfassbar. Da passten kaum noch Menschen rein. Also ich glaube, 10 hätten da in den 65 Quadratmeter Land nicht gepasst. Da mussten man schon die Kunden nacheinander abbedienen. Da brauchst du keinen Zähler mehr vorher aufstellen, jetzt in Corona-Zeiten, da passen eh nicht mehr rein. Ja, da mussten wir ja jetzt zählen, damit wir auch immer die richtige Zahl haben. Das war schon klein. Ja, und dann ist das ja so im Laufe der Zeit dann gewachsen. Also hinter dem Geschäft auf der anderen Straßenseite war ein Schuhgeschäft und der hatte da sein Lager und der ist dann umgezogen. Dann konnte ich das mieten und dann habe ich damals so, bin einfach hintergegangen. Dahinter war am Ende war die Aquarienanlage und bin ich von hinten das Lager gemietet und habe von hinten eine Tür reingebaut. Vorne waren die Aquarienanlagen davor. Ich habe da mit Hammer und Meißel habe ich da eine Tür reingebaut. In der Miet. In der Mietwohnung. Ja. Oh. Da darf man das nicht? Ich glaube, das wird weniger gesehen. Kein Kläger, da kein Richter. Also ich habe doch den Raum gemietet und wenn ich da eine Tür brauche, muss ich da eine Tür reinmachen. Dann habe ich da auf alle Fälle eine Tür hin reingemacht und dahinter waren 200 Quadratmeter Lager, vorher 65 Quadratmeter. Von hinten eine Tür reingemacht, den ganzen Raum schön fertig gemacht. Ein ganzes Jahr habe ich da feste drin gearbeitet. Kam eine neue, viel, viel größere Aquarienanlage für die Verhältnisse damals da rein. Und als ich alles fertig hatte, habe ich dann nur an einem Tag vorne 6 Aquarien abgebaut. Dann war da die Tür, noch einmal den Rahmen von innen gestrichen. Ach so, ja. Und dann konnten die Leute alle eine Neueröffnung von 65 Quadratmeter auf 265 Quadratmeter. Das habe ich damals schon gemacht, solche großen Sprünge. Dann kam eine kleine Teichaußenanlage dabei. Später konnte ich das Haus kaufen. Noch später das Nachbarhaus auch, war daneben eine Reinigung, der ist dann auch eines Tages mal rausgegangen, da habe ich da die Mauer durchgekloppt, das war ja dann meine Mauer. Ja, dann war ja mein Haus, dann hatten wir da eben so ein, quasi so eine Runde zu gehen unter dem, um dem Treppenhaus von dem Wohnhaus da drumherum. Das Nachbarhaus konnte ich kaufen, da habe ich dann eine Tür durchgeschlagen, da haben wir ein Aquarienmöbel-Ausstellungsraum gemacht, da weiß ich noch, da war Bauamt da und dann die Feuerwehr da, man dürfte keine Türen von einem Haus in anderen bauen. Musste da so ein paar Zettel ausfüllen, Architekt geben. Musste da dann eine Stahltür reinkommen wegen Brandschutz und die muss dann immer geschlossen sein. Wohntest du denn auch damals schon ich über dem Geschäft? Ich wohnte da schon über dem Geschäft. Deshalb konnte ich auch immer schön nach Geschäftsschluss oder vorher schon mal mit dem Presslufthammer da schön arbeiten. Und hinten war ja der große Fischraum. Da habe ich also dann verbunden, da hatten wir dann Lager und unseren Versand. Ein paar Jahre später habe ich hinter beiden Häusern, da war ja einmal dieser Aschehof, den am anderen Hof war ja nur so ein Stück Wiese quasi, habe ich da eine Mauer drumherum gebaut und habe da
noch eine Lagerhalle doppelstöckig mit Aufzug gemacht, mit so einem Lastenaufzug, dass da genügend Ware reinkam. Da war das schon dann groß, aber der Raum wurde trotzdem immer enger. Meinen ersten Katalog habe ich mitten im Laden gemacht. Den habe ich mir übrigens mal angeguckt. Das sieht sehr interessant aus. Das wäre vielleicht auch was, was man hier als Kopie vielleicht mal hinhängen könnte. Ja, müsste man vielleicht aber eine Kopie machen. Um ja, nicht das Original. Den habe ich mal zurückgekauft. Da habe ich viel Geld für bezahlt, weil ich den ersten nicht mehr hatte. Da waren wirklich 50 Seiten Papier, die wir so mit Schreibmaschine geschrieben hatten. Und auf dem Kopierer, auf dem Fotokopierer, jede Seite für Seite. Immer 50 mal kopiert, öfter ging da nicht, die Seiten weggenommen, die nächste Seite drauf, 50 Stapel gemacht, so ja. Dick war der Katalog, die dann alle schön so zusammengesammelt, mit so einem Tacker zusammengemacht, das war so unser erster Katalog. Ja, und dann haben wir ja einen Versand gemacht, das ging dann in dem Nachbarhaus, da haben wir also dann in so einem Lagerraum, da wurden dann die Pakete gepackt, dahinter war so ein bisschen Büroraum oder haben wir so hingerichtet, dass das also dann so war. Da waren dann die Telefone, da kam dann Fax an, da wurden dann Rechnungen geschrieben. Ich glaube, wir haben auf den Schlag 4 Computer gekauft, die wir dann da installiert haben. Und dann hat er die gebaut und als die dann da so alle so mehr oder weniger vor sich hinliefen, hat mir dann der Verkäufer gesagt, ab jetzt fängt das papierlose Zeitalter bei dir an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, da sind wir immer noch nicht angekommen. Wir kaufen Papier mittlerweile Europalettenweise. Das ist also total verrückt. Ja, auf alle Fälle, da war unsere Auftragsannahme. Im Nebenraum wurden Pakete gepackt. Da hinter den beiden Häusern in der Lagerhalle war dann natürlich jede Menge Ware. Alle mit hoher Tragkraft, damit wir mit Stapler fahren konnten. Ich glaube, 2 Jahre war das so. Dann konnte man den Stapler noch so eben in der Halle reinfahren. Die Gänge waren alle so eng voll Regale bis unter Decke. Und der Laden war auch genauso voll. Wir haben so an Tischen verkauft, nicht Selbstbedienung, das ging nicht, da hätte sowieso keiner was gefunden. Sondern es waren alles Regale, überall standen Leitern. Jeder Verkäufer hatte seine eigene Leiter, wo er Decken hoch überall dran kam. Und dann haben wir richtig Thekenverkauf gemacht, aber Theken durch den ganzen Laden. Und dann haben wir nachher Striche gemacht, da hat jeder Verkäufer nur einen 80 cm Tisch gehabt. Ne, die haben dann geschimpft, der hat wieder was auf meine Seite gelegt und so, tu das zurück und dann hat er das auf sein. Und jeder hatte 80 cm Tisch schon verkauft und den Kunde was erklärt. Und der Kunde kam dann rein, hat dann eine Frage gestellt, dann ist der Verkäufer mit seiner Leiter losgegangen, ob im Lager oder im Laden. Es war alles, ich würde sagen, 80% der Ware war nur über Leiter erreichbar. Genauso die Warensammelleidenschaft, die wir hatten für unsere Versandkunden, das wurde auch alles über Leitern. Also wenn in so einem Paket 10 Teile drin war, wurde 8-mal eine Leiter gebraucht. Ja, auch sehr aufwendig. Also das wäre heute ja eigentlich nicht mehr denkbar, dass sich das ein Versandunternehmen vom Logistikaufwand... Ja gut, also sag ich mal, wir sind immer noch nicht das Versandunternehmen, wie man sich das so vorstellt, wie wenn man so in Fernsehreportagen so große Logistiker sieht, wie das da läuft, alle per Fließband und. Das ist auch alles schwierig. Dann müssten wir so viel größer sein, das könnten wir gar nicht mehr handeln. Müsstet ihr auch jedes Produkt, was ihr im Laden habt, nochmal extra in gleicher Ausführung, in gleicher Anzahl im Lager haben? Und das haben wir ja heute auch noch nicht, sondern als wir dann diesen großen Sprung gemacht haben und sind umgezogen, wir hatten ja da dann nachher 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Plus Lager. Die Also wir hatten so 1400 Quadratmeter Gesamtfläche ungefähr. Hatten aber dann schon, als wir umgezogen sind, 140 Angestellte. Die passten überhaupt gar nicht in das Haus so wirklich rein. Also alle Büroarbeiten, alle Versandarbeiten, alle Handwerkerarbeiten, alles, was es gab, was möglich war, bis auf die Verkäufer. Die Verkäufer hatten ihre Geschäftszeiten und alle anderen haben in 2 vollen Schichten gearbeitet. Wir haben ja damals auch noch eigene Geräte selber hergestellt im Haus, pH-Mess- und Regelgeräte gehabt. Vielleicht kennt das einige von euch noch. Ein CO2-Gerät, Carbo Plus hieß das, das haben wir im Haus gefertigt, weil wir keine Produktionsflächen mehr hatten. Saßen die im Nachbarhaus in der Waschküche und haben die Dinger da zusammengeschraubt. Da saßen 6 Mann. Oh, und ich hatte damals schon 2 Ingenieure. Die hatten so eine Ecke so klein hier wie mein Studio. Da saßen 2 Ingenieure drin und die haben für uns neue Elektronikprodukte entwickelt. Ich habe dem gesagt, was ich haben möchte, was wir messen wollen und regeln wollen, also eine pH-Wertsteuerung, eine Leitwertsteuerung, Intervallregler, Dosierpumpe, ja sogar einen kleinen Aquaristikcomputer haben wir gebaut. Ist alles in so einer kleinen Hobbywerkstatt, würde ich das heute nennen, entstanden.
Heute wird sowas meist irgendwo in Billiglohnländer gefertigt. Jetzt nicht mehr im Sortiment oder habt ihr einige der Produkte? Nee, wir haben das also alles eingestellt. Dann wurde alle kopiert, wurde dann irgendwann mal zu Billigware, meist dann auch qualitativ viel, viel einfacher gemacht. Ja, dafür gibt es ja dann die deutschen Normen und deutsche Gesetze. Da kommen immer Menschen, die überprüfen das und kontrollieren das. Und das arbeitet am Aquarium. Ja, dann muss das doch wasserdicht sein. Man muss das doch in ein Aquarium stecken können. Ja, so ein Quatsch. Da hatte eine Aufhängung und das hing neben Aquarium, über dem Aquarium an der Wand. Das interessiert gar keinen. Das könnte ja mal im Aquarium reinfallen. Wasserdichtes Gehäuse, neue Formkosten und. Und da ist man dann bei einer Neuentwicklung schnell bei so einem Gerät bei 100.000 Euro. Und die in Asien, die drücken auf den Rechner, Klick, und dann ist das fertig. Ja, vielleicht sind das auch 3 Klick. Dann werden solche Dinger gebaut. Da sind große Konzerne, die kriegen die Genehmigung, die kriegen die nötigen Stempel. So ein kleiner Betrieb kann das nicht. Das haben wir alles dann nachher aufgehört. Aber da hatten wir schon jede Menge Leute, die diese Produkte gefertigt haben. Haben wir auch später mit einer Behindertenwerkstatt zusammengearbeitet. Die haben also die ganzen Bauteile zusammengeführt und dann in so ein Lötzinnbad wurde die Platine durchgefahren und so. Das war alles ganz spannend. Ja, auf alle Fälle platzte das aus allen Nähten. Jeder Bürostuhl, jeder Rechner wurde von 2 Mitarbeitern bedient. Es wurde immer morgens um 6 Uhr angefangen, um 14 Uhr war Schichtwechsel. Und die zweite Schicht hat dann bis 22 Uhr dann auf dem Stuhl, auf dem Rechner, an dem Telefon gearbeitet. Aber hattet ihr auch schon ab 6 Uhr auf? Wir hatten erst um 10 Uhr auf, aber wir hatten ja Arbeit genug. Der ganze Versand, Produktion der Sachen, die Tiere mussten natürlich noch versorgt werden. Da war also Arbeit, war da genug. Das Geschäft, wovon wir alle eigentlich leben, war nur die kürzeste Zeit auf und war alles sehr beengt. Also man musste schon im Groben wissen, was man wollte. Auch so wie heute mit Schauaquarien. Wir hatten, glaube ich, immer ein Schauaquarium im Land. Wir hatten gar keinen Platz für mehr. Dass wir das überhaupt zeigen, dass wir das haben. Das war damals so. Ja, und dann haben wir dann nachher diesen großen Sprung gemacht in das Geschäft, wo wir heute sind. Da waren wir 500 Quadratmeter groß bis dahin. Und dann habe ich also hier in dem Gelände habe ich 16 Monate umgebaut mit 12 Handwerkern, die ich eingestellt hatte. Und nach 16 Monaten wurde abends noch bis 20 Uhr im alten Geschäft kassiert. Das Geschäft lief ganz normal. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr war hier von 500 Quadratmeter auf 6000 Quadratmeter Neueröffnung. Und das Einzige, was wir mitgenommen haben aus dem alten Geschäft, das waren die Registrierkassen. Die brauchten wir hier vorne an der Kasse. Der ganze Laden ist komplett mit Ware, mit Fischen, mit alles stehen geblieben. Und da wohnten natürlich auch mehrere Mitarbeiter rund ums Haus, ums Geschäft und manche auch in den Häusern. Die haben also dann vor Arbeitsbeginn oder nach Feierabend noch die Tiere alle versorgt. Und wir haben natürlich das Geschäft hier ganz neu besetzt, mit alles neue Ware, mit alles neuen Tieren drin. Und immer wenn wir irgendeinen Tierbereich ausverkauft haben, dann hat das einer morgens mitgebracht, wenn das gestern verkauft wurde. Das hat also so 3 Monate gedauert, bis alle Tiere hier waren. Ja, und bis die Ware alle da ausgeräumt war und hier rübergekommen. Ich glaube, so 1,5 Jahre, wenn nicht sogar 2 Jahre, bis so die letzten Döschen rübergekamen. Vorrangig natürlich alles, was Verfalldatum hat, klar. Aber so technische Geräte und schwere Aquarien. Wir hatten ja gar keine Zeit. Hier war ja so viel zu tun. Da mussten die Hersteller einfach hier anliefern. Wenn das ja da nicht kaputt geht, war egal. Hauptsache, wir hatten also hier unsere Produkte und konnten sofort vom ersten Tag an abverkaufen. Und das haben die Kunden auch gut angenommen, obwohl es ja jetzt ein anderer Standort war, der nicht direkt nebenan. Ja, der Hauptproblem war sicherlich so die Wegbeschreibung, die man dann so hatte. Heute hat jeder GPS im Handy oder im Auto meist sogar. Und da ist halt gar nicht so einfach. Und da haben sich ganz viele beschwert, dass sie 1,5 Stunden durch Duisburg geirrt sind. Ich hatte vorher angefragt, ob ich das beschildern darf. Durfte ich natürlich nicht. Und dann so nach dem zweiten Tag ist mir dann der Kragen geplatzt. Dann habe ich einfach beschildert. Dann haben wir also den Druck da rausgekriegt aus dieser Sache. Und nachher hat man mir dann doch ein paar Schilder genehmigt. Und dann habt ihr wahrscheinlich von 5.000 oder 6.000 nochmal auf 12.000 nochmal erweitert irgendwann. Kamen ja dann nachher dann die Hallen, wo jetzt die Hunde und die Kleinsäuger drin sind. Die Kleinsäuger waren hier in der Reptilienhalle und Hunde hatten wir ja gar nicht. Haben wir ja früher erst in der Halle, wo wir also jetzt die Hunde drin haben. Da war unser Versand und wo jetzt unser Versand drin ist,
Da war noch eine Lehrwerkstatt drin und als die ausgezogen ist, ist der Versand darüber. Und dann kam noch die Hundehalle und die Nagerhalle dazu. In der Kleinsäugerhalle, da war noch ein Mieter drin. In der Halle war ein Lager, das größte Sachlager Deutschlands. Hey, manche fanden das gruselig, wenn die da reingegangen sind. Ich war da auch einmal drin und da hatte der so Särge und da habe ich gedacht, ja gut, dass ich noch nicht dran bin, das ist ja alles da ganz schön eng. Da hat er zu mir gesagt, hör mal Norbert, gar kein Problem, wir haben auch Sonderanfertigung, viel längere und viel breitere. Gucke ich ihn so an, zeig mal. Da hat er mir einen schönen breiten gezeigt. Schade, dass er nicht hier ist, das hätte ich dir gezeigt. Das waren Bilder für die Götter. Hast du schon mal Probe gelegen, oder? Da habe ich gesagt, kann ich da mal Probe liegen? Ja, klar. Hat er den Deckel losgemacht, habe ich mich da reingelegt. Der war also wirklich bequem, sage ich, ja, hier so viel Armfreiheit. Das muss ich schon haben. Man muss ja, kannst du doch da nicht den Rest der Welt da so drin liegen. Kommst ja nicht mehr raus. Und die schrauben ja nachher den Deckel einfach zu. Die sind ja da hemmungsarm nachher. Und dann hatte ich da so einen bequemen, habe ich gesagt, ja, mal, kannst du mir den mal an die Seite stellen? Den würde ich mal demnächst nehmen, wenn das mal so weit ist. Und ist nicht der immer noch beiseite? Oder ist der mittlerweile? Leider gibt es die Firma jetzt nicht mehr. Ach so. Oder Gott sei Dank liegt der nicht mehr beiseite, weil den werden wir hoffentlich auch jetzt in nächster Zeit nicht brauchen. Ja, genau. Ich glaube, das brauchen wir mal vorläufig nicht. Ich fühle mich ja total fit. Und wir sprechen ja nicht über Särge, auch wenn das ja das Schluss eigentlich eines Lebens ist. Jetzt ist trotzdem Schluss mit dem Video. Ich glaube, ihr habt heute genug Geschichten gehört. Wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt, könnten wir ja mal den Johannes nochmal einladen. Aber nur, wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, ja, müsst ihr unten in den Kommentaren oder im Like-Verhältnis ja, eure Meinung kundtun, ob ihr da nochmal Bock drauf habt auf eine Fortsetzung. Ihr könnt euch ruhig sagen, nee, den Johannes nicht mehr. Ja, da könnt ihr ganz hemmungslos sein. Da ja. Der ist dann nicht traurig nee, oder so. Bei mir kann man der weint ganz sein. Jämmerlich. Ich habe das schon mal gesehen. Tschüss, bis nächste Mal. Ciao.